Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Callcenter-Quatscher. Heute habe ich vier Anrufe für euch, die dümmer nicht sein können. Teilweise so dumm, dass sie nicht mal den Namen lesen können, der auf dem Display steht, oder ihre eigene Webseite fehlerfrei nennen können. Wie so häufig manövrieren die sich selber durch ihre Aussagen ins Aus und beleidigen, wenn sie aus der Nummer nicht mehr rauskommen. Viel Spaß mit den vier Anrufen, nach dem Intro geht's los. Hallo? Einen schönen guten Tag, Herr Luschhorn. Wer bitte? Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Ja? Schönen Herr Brümmer. Ja, wer ist da bitte? Grüßen Sie, Herr Brümmer, mein Name ist Marco. Marco Fair. Und ich rufe Sie an, weil ich in meinem System sehe, dass Sie schon einmal online gehandelt haben. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Super. Also, ich möchte Ihnen ein Projekt vorstellen, das wir begonnen haben, Herr Brümmer. Darf ich das machen? Nur 5 Minuten. Natürlich. Super. Also, der Name von dem Projekt ist Cardano. Also, was Cardano ist, ist eine Kryptowährung, Herr. Und was wir versuchen, ist das Cardano Nummer 1 zur größten Kryptowährung zu machen. Okay? Ja, gut. Und wir haben mehr als 10.000 Kunden, die bereits in Cardano investiert haben. Und Sie können eine der ersten 20.000 Personen sein, die in Cardano investieren, denen eine größere Beteiligung gewährt wird. Okay? Ja. Aus unseren Berechnungen haben wir gesehen, dass die Gewinne von Cardano auf 1000% steigen werden, und wenn mehr Menschen denn darin investieren, wird es umso mehr wachsen. Okay? Na, das ist an der Börse ja nicht so. Wie bitte? Das ist an der Börse nicht so. Warum nicht so? Ja, man kann nie sagen, ob ein Produkt, ein Coin oder irgendetwas steigt. Ja. Das kann man nicht sagen. Ja. Das ist nicht garantiert. Ja, weil. Ja, aber ich kann Ihnen versichern, dass diese Cardano Kryptowährung werde steig gehen, weil warum? Weil unsere Company, unsere Firma hat die Cardano gekauft. Ach, und deswegen steigt der Cardano dann plötzlich, weil Ihre Firma ja, das gekauft und ich hat. Ich habe gesagt, 10.000 von unseren Kunden hat schon investiert in Cardano. Ja. Und das bedeutet, dass es wird steigen gehen. Nee, das ist an der Börse, ist nicht sicher. Ist sicher? Nee, ist nicht sicher. Okay, das aber sollten Sie wissen. Herr Cardano wächst schnell und wir versuchen, so viel Gewinn wie möglich auf diesem Wachstum zu ziehen. Ja gut, das mag durchaus sein. Welches ist denn Ihre Firma? Wie bitte? Welches ist denn Ihre Firma? Es ist sehr laut bei Ihnen. Sie verstehen mich ja kaum. Also, die Firma heißt FX Frankfurter. FX Frankfurter? Also eine deutsche Firma? Ja. Frankfurter. Ja. Frankfurter. Ja, Sie können mit dem Betrag. Hallo, darf ich mal? Frankfurter, ja, und dann fxfrankfurter.de dann als deutsche Firma, ne? Ja. .de. Okay. Dann schauen wir doch mal. So, fxfrankfurter.de. Frankfurter.de? Nö, nee, finde ich gar nicht. Warum nicht? Augenblick, ist ja kein Problem. Suchen wir doch einfach okay, mal. Probieren Sie nochmal mit .io. Ja, dann, was denn? DE oder IO? Ich habe es IO. Ja, das heißt, Sie haben mich am Anfang schon belogen. Wie bitte? Es ist sehr unhöflich, wenn Sie dauernd Ihr Mikrofon ausschalten. So geht das nicht. Sollten Sie das noch einmal machen, lege ich sofort aus, damit das klar ist.
Haben Sie das Okay. verstanden? Ja. Also, Frankfurter IO, das heißt, Sie haben mich jetzt schon belogen. Sie haben gesagt, es ist eine deutsche Firma. IO ist aber dann nicht deutsch. Wo sitzt Ihre Firma? Schau mal, Herr Weil, es ist Schau IO, mal das bedeutet her. nicht, dass es Reden Sie nicht. vernünftig mit mir. Sie reden nicht mit einem Kind. Nennen Sie mich mit meinem Das ist. Nachnamen und anders geht das nicht. Ist das soweit klar? Sie haben sich schon wieder Okay. zu stumm geschaltet. Also ist das Gespräch hiermit beendet. Schau mal, Herr Blümer. Ich habe gesagt, dass es bedeutet nicht, dass wenn mit Punkt IO ist, das bedeutet nicht eine deutsche Firma. Was Verstehen Sie haben mich? Sie haben gesagt Frankfurter.de und jetzt sagen Sie IO. Nein, Sie haben gesagt DE, nicht Ja, ich. dann Sie haben es bestätigt. Sie haben es bestätigt. Und auf meine Nachfrage, ob es eine deutsche Firma ist, haben Sie ja gesagt. Ja, es ist eine deutsche Firma, Herr. Okay, gut, okay. Sie sind eine Ja. deutsche Firma, dann sind Sie auch reguliert bei der BaFin, richtig? Ja. Okay, dann schauen wir da doch einfach mal nach. Bei der BaFin. So, dann geben Sie mir doch einfach mal Ihre BaFin-ID. Sie haben sich schon wieder stumm geschaltet. Hallo? Hallo? Hallo, guten Morgen, Herr Stecken. Guten Kann ich Morgen. Sie. Bruno ist am Apparat von Ihrem Handelskonto. Alles gut bei Ihnen? Ja, alles gut. Es freut mich. So, Sie haben auch gestern mit meinen Kollegen gesprochen und haben Sie heute einen Termin um 11 Uhr vereinbart. Ist das richtig? Heute um 11? Nee. Ja. Nein. Sie haben Na gestern so gut, okay. gesagt. So, und was ist nun? Was wollen Sie dann nun? Es geht um Ihr Handelskonto, was Sie bei uns haben. Online-Trading, Online-Handel. Ah ja, und bei welcher Firma habe ich denn das Handelskonto? Bei Coinbase. Ah ja, okay. Bei Coinbase, Und okay. ich, ja genau, und ich werde alles zeigen. Wenn Sie Internetverbindung haben, wir können auch die Verbindung machen, damit Sie auch die Profit automatisch bekommen. Die Verbindung machen, wie denn? Ja, durch Ihre Computer oder durch Ihre Handy. Ja, und wie? Meine Frage war wie? Ich werde das zeigen, wenn Sie die Computer da haben. Ich habe Sind einen Sie hier zu Computer, ja. Hause? Ich habe, Okay. nein, darf ich bitte ausreden, wenn Sie mich fragen? Ja. Ich habe einen Firmencomputer hier, ich bin im Homeoffice. Okay. Und können wir weitermachen durch Ihre Computer? Besitzen Sie eine Applikation, Anydesk oder TeamViewer, Nee, damit wir besitze ich zusammen nicht. Files. Können Sie das herunterladen? Kann ich runterladen, ja. Okay, dann gehen Sie bei Google bitte und schreiben Sie anydesk.com. Soll ich das buchstabieren? Ja, Anü, also Any. Genau, D wie Deutschland, E wie Emily, S wie Siegfried, K wie Köln. Nee, wird mir nichts angezeigt mit Anydesk. Das ist eine rote Applikation. Ja, es wird mir gar nichts angezeigt mit dem Namen Anydesk. Das ist nur eine Applikation. Soll ich nochmal buchstabieren? Ja, dann buchstabieren Sie nochmal. A wie Anton. Schreiben Sie von Anfang bitte. A wie Anton. Ja. N wie Nordwohl. Ja. Y. Ach, Y, Sie haben Ü gesagt. Ne, Da, Y. ja, Entschuldigung. Sie haben Anydesk. Das heißt, Anydesk. nein, Anydesk wäre mit Ü. Okay, ist kein Problem. Schreiben Sie das mit Ja, Y. Sie können nicht Deutsch buchstabieren, richtig? Das ist nicht Ihre Sache. Doch, das ist Ich es, habe wenn Sie das mir. schön erklärt und Sie müssen das richtig schreiben. Sie haben das gut verstanden. Sie haben es falsch Okay, diktiert. schreiben Sie jetzt das mit Y. Bemäßigen Sie Ihren Ton, was schreien Sie denn da so rum? Was soll denn sowas? Ja, sagen Sie nicht, dass ich keine Deutsch habe hier, Ja, doch, okay? ich habe doch, Ja, Herr Doll, Sie haben schreiben Sie kein. das ganz genau Y. Verstehen Sie oder Meine verstehen Herren, Sie nicht?
Ah, nee, ich glaube, mit Ach, Ihrer Firma möchte nee. ich nicht zusammenarbeiten. Ja, ich möchte deine Mutter ficken. Ja, Das sehen Sie, möchte so haben ich. wir Ja, das. genau. Ja, sehr Das schön. Ein möchte ich. Betrüger. Hurensohn. Möchtest Ich du lach Sie spielen, du aus. Ich Hurensohn? lach Sie aus. Ein Ja, dummer du Betrüger. Hure. Ja, du bist eine Hurensohn. Warum lachst du? Weil du so ein dummer Warum lachst Betrüger du? bist. Du bist so ein dummer Betrüger. Ja, ich habe ihre Mutter. Ja, natürlich. Genau. Ja, Oder ihre ja. Schwester. Ich habe betrogen, ihre Mutter. Sie war gestern Abend mit mir. Ja, natürlich, natürlich, Ja, klar. natürlich. Was sonst Natürlich. sprichst du? Du Schlampe. Bull. Die dummen Betrüger Ich mal wieder. Ich werde lache mich diese tot. Nummer verteilen und ich werde niemanden rufen bekommen. Du kleine Hure. Ich kiss das geil. Dumme Betrüger, die es nicht können. Machen Sie weiter, erzählen Sie weiter. Sie belustigen meinen Tag extrem. Machen Deine Sie Mutter, weiter. ja. Oder ihre Schwester. Machen Sie weiter, das ist so lustig. Das ist so Hurensohn, weg lustig. von hier. Ist das geil. Ein richtig dummer Betrüger, der versucht. Ah, endlich vorbei. Ja, bitte. Hallo. Grüß Weber. Wie geht es Ihnen? Wer ist da bitte? Mein Name ist Nick Robert. Wie geht es Ihnen? Danke, wen wollen Sie denn sprechen? Und ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anfrage bei unserem Handelsprogramm. Die heißt OneKey Daily Profi. Ja. Haben Sie schon Hallo. Interesse an unserem Programm? Gell, Hallo. bitte? Wen wollen Sie denn Ja. sprechen? Mit Herr Kleber. Ach so, okay. Sind Sie Herr Kleber? Ja. Super. Also ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anfrage bei unserem Handelsprogramm. Die heißt 1K Daily Profi. Sie haben sich angemeldet und Interesse gezeigt, mit unserem Programm Geld zu verdienen. Aber leider sehe ich, dass Ihr Handelskonto noch nicht aktiviert ist. Sagen Sie bitte, kann ich Ihnen vielleicht dazu helfen? Ja, eventuell schon. Da müsste ich aber erstmal gucken. Welches war jetzt die Webseite von Ihnen? Nochmal bitte. Welches war jetzt Ihre Plattform? Was meinen Sie damit? Ich habe Sie nicht verstanden. Sprechen Sie schlecht Deutsch? Nein, ich spreche gut Deutsch. Na, es hört sich ein bisschen anders an. Ich fragte, wo Ihre Handelsplattform? Wie heißt Ihre Handelsplattform? Also ein Cardelli Profit, so heißt unser Programm. Heißt Ihre Plattform so oder Ihr Programm? Genau, Ja, genau. was denn jetzt? Ihre Plattform heißt so. Also die URL Ihrer Plattform. Genau. Ja, da Einka Daily Profit. können Sie das. Der Name sagt mir nichts. Also daher buchstabieren Sie das bitte mal. Einka. Also 1 und dann K wie Genau. Konrad und weiter. Genau. Daily. Buchstabieren. Wissen Sie, was buchstabieren ist? Ich weiß, ja. Ja, dann buchstabieren Sie doch mal. David. Ja? A wie Amil. Ja? Und weiter? I wie Ida. Ja, I wie Ida. Ja? L wie Ludwig. Ja? O wie Y. Was denn, U oder Y? Y. Aha. Dann P wie Paula, Ja. R wie Richard, Ja. O wie Otto, Ja. F wie Friedrich, Ja. I wie Ida, Ja. T wie Theodor. Ja. Und Fertig. wie geht's weiter? Ich Punkt, weiß nicht, Punkt. was wollen Sie mit Namen von unserem Programm machen? Punkt.de oder Punkt.com? Bitte? Punkt.de. Punkt.de. Okay, da, Genau. und das ist Ihre Plattform, ja? Sie sind also eine deutsche Genau. Firma. Genau. Okay, gut. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Weil der Name sagte mir noch nichts. Genau, weil Sie arbeiten mit uns noch nicht.
Ja, aber auch ich habe mich auch nicht bei 1K, nee, habe ich mich auch gar nicht registriert. Der Name ist mir komplett neu. Ach so. Dann wie glauben Sie, woher habe ich Ihre Daten? Das weiß ich ja nicht, das frage ich Sie ja. Woher haben Sie meine Daten? Bei Ihnen? Wir haben unsere Werbung rausgeschaut und Anfrage gelassen. Ach, ich habe Ihre Werbung. Welche Werbung habe ich denn da geschaut? Über welche? 1K Daily Profit. Nee, 1K Daily Profit? Nein, 1K Daily Profit habe ich nicht angesehen. Kann sein. Ja, und woher haben Sie da meine Daten? Sie haben selbst das gelassen. Nein, die Seite sagt mir gar nichts. Ich kann Ihnen das erklären. Ja, dann erklären Sie es mir doch. Dann erklären Sie mir doch. Okay, also wir verdienen unsere Kunden. Ja? Wir handeln auf Finanzmarkt. Wir kaufen und verkaufen zuerst Aktien, Futures und Kryptowährungen. Ja? Was heißt Futures? Futures, es ist so Rohstoffe, also Gold, Erdgas, Wetterei. Ja, warum sagen Sie da nicht Rohstoffe? Warum sagen Sie dann Futures? Weil, sagen wir so, Aktien von Rohstoffen heißt Futures. Ich denke eher, es heißt Features, aber erklären Sie mal weiter. Features. Und wie machen wir das? Wir kaufen das und verkaufen. Wir kaufen das billige, im Prinzip. Wir kaufen das billige, verkaufen das teure. Und dieser Unterschied, Preisunterschied ist Ihr Gewinn. Das heißt, Sie handeln nur mit CFDs? Nein, nicht nur. Ja, warum ist das dann der Preisunterschied mein Gewinn? Warum gibt es Preisunterschied? Nein, warum ist der Preisunterschied, wenn Sie etwas kaufen und teurer verkaufen, warum ist der Preisunterschied dann mein Gewinn? Mein Gewinn kommt doch erst dann, wenn ich ein Produkt bei Ihnen kaufe, um es dann teurer zu verkaufen, vielleicht. Ich kann es ja auch behalten und warten, bis es irgendwann teurer wird. Schauen Sie nochmal, zum Beispiel. Ich glaube, Sie wissen, ein Unternehmen, die heißt Netflix, ja? Ja gut, das hat ja nichts mit Netflix zu tun. Netflix verkauft ja keine Aktien und kein Gold und keine Rohstoffe. Doch, verstehen Sie, wie funktioniert Finanzmarkt? Ja, natürlich, das verstehe ich schon ganz gut. Ich kenne mich ein bisschen aus. Und? Was war dann der Frage? Wenn Sie wissen, dass... Wie das funktioniert. Ja, meine Frage war, ob Sie nur CFDs machen. Warum ist der Preisunterschied mein Gewinn? Der Preisunterschied wird dann erst dann zum Gewinn, wenn ich das Objekt verkaufe oder die Ware. Schauen Sie, wir haben eine Lot zum Beispiel bei der Öl gekauft. Zum Beispiel. Ja? In diesem Zeitpunkt hat es eigenen Preis. Aber dann mit Zeit mit Grundlage und technische Analyse von dem Finanzmarkt, dieser Preis kann sich ändern. Verstehen Sie, was bedeutet Grundlage und technische Analyse? Ja, natürlich verstehe ich das. Aber darum geht es doch gar nicht. Darum geht es doch gar nicht. Doch. Nein, darum geht es nicht. Meine Frage war eine ganz andere. Warum ist der Preisunterschied mein Gewinn? Wieso, warum? Weil wir haben das billiger gekauft und teurer verkauft. Ja, aber wenn ich es gar nicht verkaufen will, das, was ich bei Ihnen gekauft habe, sondern behalten will, zum Beispiel Gold. Nochmal bitte. Oh. Ich höre Sie akustisch schlecht. Was kann ich? Ja, dann sollten Sie sich vielleicht mal eine neue Telefonanlage besorgen. Vielleicht würde ich das machen. Ja, na, das ist ja schön. Gut, also Sie sagen... Der Preisunterschied ist mein Gewinn. Wenn ich etwas bei Ihnen kaufe, was kein CFD ist, sondern ich kaufe Gold. Und ich handle nicht mit Gold, sondern ich kaufe Gold. Und behalte das Gold. Warum ist dann der Preisunterschied mein Gewinn? Weil Preis ändert sich. Ja, und wenn ich es gar nicht verkaufe? Niemals auf die gleiche Preis. Ja, und wenn ich es gar nicht verkaufen will, mein Gold? Dann es wird einfach bei Ihnen bleiben. Ja, richtig, genau. Und dann habe ich da keinen Gewinn dran. Es kann ja auch fallen.
Genau, aber unsere Aufgabe für Sie Geld verdienen. Um das Geld zu verdienen, brauchen wir etwas zu kaufen und etwas zu verkaufen. Dazu machen wir diese Analyse, die ich Ihnen gesagt habe, damit wir größere Profit kriegen können. Also handeln Sie doch nur mit CFDs. Weil alles andere, wenn Sie Aktien kaufen und der Käufer behält die Aktie, dann hat er nicht automatisch Gewinn. Da haben Sie ja gar nichts davon. Doch, doch. Was denn? Ich weiß nicht, woher haben Sie diese Erfahrung gekriegt und solche Kenntnisse, aber ich glaube, Sie verstehen einfach das nicht. Ja, ich glaube, ja gut, okay, vergessen wir fast. Also wo sitzt denn Ihre Firma jetzt mal? Frankfurt am Main. Frankfurt am Main, okay. Haben Sie mal die Adresse für mich? Bockheimstraße 7. Wie bitte? Bockheimstraße 7. Sie sprechen schlecht Deutsch. Buchstabieren Sie das mal bitte. Nein, Sie sprechen schlecht Deutsch. Ich spreche schlecht Deutsch. Genau. Dann buchstabieren Sie es doch mal. Sie können ja so gut Deutsch. Ich höre Bockheim, ja so schlecht Deutsch. Bockheimstraße 7. Bockheim? Am Main. Sie verstehen. Genau. Vielleicht. Bockheim. Es gibt kein Bockheim. Gibt es. Wenn Sie eine schlechte Handicap haben, dann kaufen Sie für Sie etwas Neues. Aha, komisch. Komisch, Sie wissen ja noch nicht mal, dass Sie gar nicht auf dem Handy anrufen. Und nun? Gut, okay. Sie sagen, Sie sitzen in Frankfurt. Also sind Sie eine deutsche Firma, richtig? Genau. Okay. Dann sind Sie ja sicherlich auch irgendwo reguliert. Genau, mit BaFin reguliert. Okay, alles klar, gut. Dann schauen wir das doch einfach mal nach. Ihre BaFin-Regulation und Sie haben Ihre BaFin-ID haben Sie ja auch, ne? Genau. Ja, okay. Dann geben Sie mir doch einfach mal Ihre BaFin-ID. Zurzeit muss ich das nicht machen. Doch, natürlich. Das muss jeder machen. Nein. Doch, natürlich. Nein. Also haben Sie keine BaFin-ID. Nein. Okay, gut. Doch. Na, dann sagen Sie doch. Mit jeder deutschen Bank. Ja, wenn Sie Kunden haben wollen, dann müssen Sie es machen. Wenn Sie keine Kunden haben wollen und weiter betrügen wollen, dann müssen Sie es nicht machen. Also Sie haben keine BaFin-ID. Okay, schon ganz klar. Sie können weiter so glauben. Ja, natürlich tue ich ja auch. Ich glaube so lange, bis Sie mir bewiesen haben, dass Sie eine BaFin-ID haben. Mhm. Ja, so. Also, jetzt können Sie sich entscheiden, ob Sie mir die BaFin-ID geben oder eben nicht. Wenn Sie sie mir geben... Zurzeit will ich das Ihnen nicht machen. Ja, dann werde ich mit Sicherheit nicht Ihr Kunde. Sie sind doch keine Kunde bei uns. Sie sind, ja, sie nein, sind sie müssen, nein, Sie müssen... Nein, Sie müssen... Sie genau. müssen... Sie genau. müssen... Sie müssen die BaFin-ID jedem Kunden geben. Der überprüfen ich will... Muss, da, ich darf nicht, ich mal ausreden? Sie muss ich nicht. Darf ich ausreden? Mein Gott, Sie sind nein. ein dummer Scammer. Nein. Sie sind... Machen nein. Sie die Leitung frei. Sie sind einfach... Sie sind ein Scammer. Ich habe mich nie auf Ihrer Plattform registriert. Sie nein. sitzen nicht in Frankfurt. Sie sind nicht bei der BaFin. Beweisen Sie mir das Gegenteil und dann mache ich vielleicht einen Handel mit Ihnen. Haben Sie es jetzt? Machen Sie weiter Stress. Machen Sie ich, weiter Nein, ich mache keinen Stress. Ich will nur Spaß haben. Ja, ja. Ich mache nur Spaß bei ich meiner auch. Arbeit. Ich habe sehr viel Spaß bei meiner Arbeit, indem ich nämlich Webseiten wie Ihre Seite und Ihre Firma bei YouTube losstelle und jede Menge Leute lachen zurzeit bei Ihnen. Sie sind nämlich live auf YouTube. Hm. Ja, sind Sie. Ach so. Ja, cool. So einfach ist es. Sie sind ein dummer Scammer, der noch nicht mal vernünftig vorbereitet ist für das, was er machen möchte. Mhm. So. Okay. Wollen Sie noch irgendjemanden grüßen von den YouTube-Zuschauern vielleicht? Grüßen Sie doch mal. Hallo. Deine Mutter. Hallo, ich bin ein Scammer. Sag's den YouTube-Zuschauern doch mal. Okay. Ja, dann los. Schicken Sie mir dann einen Link zu diesem Video. Ach, Ihnen schicke ich gar nichts. Ihnen schicke ich gar nichts. Sie sind ein dummer Scammer und für dummer Scammer muss ich gar nichts machen. Sie sind ja so ein schlaues Kerlchen und Sie sitzen in Frankfurt. Dann werden Sie sicherlich auch mit dem Internet auskennen und sicherlich auch den YouTube-Kanal finden. Mhm. Hallo Scammer, vielleicht findest du ja den Video-Link selber. Hallo Betrüger. Soll ganz gut sein. Na? Schneidest du es langsam, dummer Scammer? 100.000 Zuschauer lachen gerade über dich und machen sich lächerlich über dich. Na? Und über deine Firma. Und?
Haben Sie Spaß? Chef so lustig ja, wir haben eine Menge Spaß. Und du wunderbar. Machst dich so lächerlich, du dummer Scammer. Wunderbar. Gut. Ja, genau. Du machst raus, ich krieg den nächsten. Alles klar. Tschüss, Scammer. Du bist raus.